Es ist Ostern und wie wir alle wissen, sind wir hier bei der GameStar quasi gesetzlich verpflichtet, ein Easter Egg Video zu machen. Aber natürlich nicht irgendeines und schon gar nicht eines, wo wir zum 100. Mal den Q-Level aus Diablo aufführen. Oder auch nur die netten Gags am Rande, wie zum Beispiel den Assassin's Creed Assassinen in Witcher 2, den Geist früherer Hitmans in Hitman Contracts oder den Partyaufzug aus Crysis 2. Moment, Partyaufzug? Doch, eigentlich genau sowas, denn in diesem Jahr präsentieren wir die 5 absurdesten Easter Eggs aller Zeiten. Ein wirklich absurdes Spektakel verbirgt sich im 4. Hitman-Spiel. Dort kann man in der Mission Till Death Do Us Part in einer düsteren Ecke eine kleine Münze finden. Eigentlich ist man in dieser Mission dabei, eine Hochzeit zu infiltrieren, doch schießt man auf die Münze in der Ecke, werfen eine Reihe von Gästen plötzlich ihre Kleider vom Leibe und kommen herbeigerannt, um uns zu applaudieren. Das ist in der Tat ein Grad von Absurdität, der einen Platz auf unserer Liste verdient hat, und zwar den 5. Man fragte sich ja generell, wie es die Macher der Saints Row-Reihe immer geschafft haben, ihren offenbar fortgeschrittenen Zustand von Wahnsinn in all den anderen Spielen zu kaschieren, die sie sonst so gemacht haben. In Red Faction Armageddon, ebenfalls von Volition, brach es dann aber doch bei ihnen durch. Hat man die Hauptstory des Spiels nämlich erstmal beendet, lässt sich dort eine Waffe namens Mr. Toots finden und die ist ein kleines Einhorn, das Regenbögen verschießt. Aus seinem, es ist ein Einhorn, das Regenbögen verschießt, da erübrigen sich doch eigentlich weitere Erläuterungen. Platz 4. Was denn? Wir haben doch nur gesagt, wir würden niemals den Diablo 2 Q-Level wieder rauskramen. Das ist ja der Diablo 3 Q-Level und wir haben gar nicht genau spezifiziert, welchen Diablo Q-Level wir auf gar keinen Fall zeigen. Macht nichts, Diablo 3 hat ja auch einen Einhorn-Level und es ist ja nicht meine Schuld, dass ausgerechnet Blizzard einige dieser coolsten Easter Egg-Level überhaupt macht. Guck mal, Regenbögen. Ja, wir machen schon weiter. Zugegeben, viel absurder als ein Einhorn, das tödliche Regenbögen pupst, kann es eigentlich nicht werden, aber der Kontrast ist natürlich am höchsten, wenn sich ein Spiel sonst sehr ernst nimmt, wie beispielsweise Mirror's Edge. Dort muss man im Level Kate zuerst als Teil der Mission einen Polizeitransporter abschießen, dann wie beim Biathlon beim Muster gegenüber in der Mitte treffen und schon läuft eine riesige Ratte die Straße runter. Nun, das zumindest entkräftet nicht meine Theorie, dass die Mirror's Edge-Spiele eigentlich nur eine Therapiesitzung für ausgebrannte Battlefield-Entwickler sind. Und mit großen Tieren haben die's ja nun mal sowieso. Aber die Krone für das absolut wundervollste, absurdeste Easter Egg muss an LucasArts gehen. Dort kann man im 2. Level ein alternatives Kostüm für Starkiller aus Force Unleashed 2 freischalten. Und zwar nicht irgendeines, sondern Guybrush Threepwood persönlich, jawohl. Und zwar als voll spielbares Charakterkostüm, das sogar in den Zwischensequenzen zu sehen ist, was einfach nur herausragend grotesk aussieht und der Handlung eine völlig neue Dramaturgie verleiht. You've taken everything from me. Your feelings for her are not real. They are real to me.